Raze Ahati oder so heißt der. Ja, die fallen dann einfach durch sowas zurück, durch diese Anstiege hier. Und die Etappen bei der Kalifornien-Rundfahrt sind ja echt durchgehend relativ schwer. Und selbst bei den Hügeligen-Etappen, die sind ja auch nicht viel schwieriger als so. Und Rojas hat ja wirklich gar keine Probleme, da am Berg mitzukommen. Von daher... ja, verzeiht mich, bin ein wenig erkältet. Eigentlich komisch bei dem guten Wetter, was wir haben. Beziehungsweise hatten, jetzt ist dunkel, aber... Ja, hier, ihr seht nochmal, wirklich erfolgreiche Etappe für uns. Natürlich wäre der Sieg um einiges schöner gewesen, aber da muss man einfach auch dem Schwierigkeitsgrad Tribut zollen. Also auf schwer zum Beispiel hätten wir die Etappe sicher gewonnen, auf normal hätten wir die sicher gewonnen, auf einfach hätten wir die mit jedem Fahrer gewonnen. Hier, wir haben, glaube ich, ein Stück weit den Punkt verpasst, uns dran zu hängen. Das hätte ich eine halbe Sekunde früher machen sollen. Und hier, ihr seht, er zieht und es reicht halt nicht. Aber hier noch vielleicht deutlicher zu sehen, was er wirklich für einen Geschwindigkeitsüberschuss da hatte gegenüber Jürgen Rolands. Und ja, Benati hat da nicht wirklich was gebracht. Wahrscheinlich auch aufgrund meines kleinen Tricks, den ich da wieder mal angewandt habe. Und diesmal doch um einiges erfolgreicher. Jürgen Rolands oder Rolands übernimmt damit die Gesamtführung. Toni Martin bleibt auf seiner guten Platzierung. Die Bergwertung ist in unserer Hand. In der Sprintwertung haben wir jetzt die Plätze 5 bis 7 belegt. Toni Martin hat natürlich noch Punkte vom Prolog auf Tasche gehabt, deswegen läuft das. Die Punktewertung führt Daniele Benatti an, der ist glaube ich beim Prolog auch Vierter geworden, wie er es heute auch in der Tageswertung tat. So, ansonsten, was hat sich hier getan? Ja, wir haben das U25-Trikot sozusagen verloren, aber wie gesagt, ich sollte nicht so oft wie gesagt sagen, ja, da werden wir uns mit Thomas Löfqvist drum kloppen. So, und dann würde ich sagen, geht's gleich, ja, endlich mal einigermaßen bergauf. Schauen wir uns das doch direkt an. Eigentlich wollte ich jetzt wieder Schluss machen, auch von der Stimme her, aber darauf habe ich jetzt einfach Lust, das jetzt noch durchzuziehen. Ich glaube, ich erwähne alle 5 Parts, da ich die Musik gut finde. Ich werde da demnächst mal wieder neu reinpacken. Okay, damit steht es an. Die entscheidende Etappe und hier die Regeneration entscheidet für mich, wer der Kapitän ist. Denn Markus Aiwäger hat nur eine sehr gute Regeneration, während Christian Knees da wirklich eine ausgezeichnete von aufweist. Dann werde ich also so rumfahren. Wobei, ich muss mal einfach gucken, ich werde mich bei dieser ersten sanften Vorsteigung da, die direkt der zweite orangene Bereich praktisch nach der letzten Sprintwertung, da werde ich mich entscheiden, wer es denn wird. Gab es nicht mal so eine Serie, wer wird, wird? Keine Ahnung. Stelle ich mir auf jeden Fall cool so für Pro7, RTL 2 oder sowas vor, so Kneipenwirt, und die müssen sich dann dafür qualifizieren, wer wird, wird. Ja, die Serie gab es auf jeden Fall mal. So eine scheiß Reality-Show. Und schaut euch mal die Favoriteneinschätzung ein. Ihr seht da fast das komplette Team vorhanden. Nur Robert Warten halt nicht. Von daher, das sollten wir hier doch heute mitnehmen. Aber ihr seht auch von den Steigungsprozenten her, es ist einfach nicht so steil, als dass da die Bergwerte
Also unsere Fähigkeiten da wirklich so krass zum Tragen kommen. Da müssen wir schauen, hier Perez Arrieta wurde uns auch als Favorit genannt. Gehe ich mal nicht davon aus, dass der uns da schlagen kann. Okay, let's fetz oder nicht. So, in diesem Fall muss dann wirklich auch, obwohl, ich wollte gerade sagen, Robert Wagner muss da wirklich als Helfer dienen, aber ihr seht, dass der nächste Fahrer von uns Andreas Dietziker ist und der hat wirklich gar keine Ambitionen mehr. Von daher aber doch, ich schütze lieber Dietziker eine Zeit lang mit Robert Wagner, damit er wirklich total ausgeruht ist, wenn er dann auf auf die letzten Kilometer kommt und da wertvolle Helferdienste leisten muss. Er muss sie leisten, sonst wird er verschwinden und nie wieder auftauchen. Und außerdem, wer weiß, welche Situationen sich während des Rennens noch ergeben. Er hat einfach auch wirklich gute Werte für so eine Etappe, weil er ja gut, ihr seht, ordentlich im Flachen, ordentlich am Berg, Hügel, Sprint, alles vorhanden. Nur die Beschleunigung fehlt etwas, aber das ist ja auch eher bei steilen Anstiegen relevant. So, damit ist die Etappe gestartet. Wir bleiben mal, ja, wir fahren einfach ruhig mit. Sollte eine Gruppe gehen, schauen wir uns die an und eventuell entscheiden wir uns da sogar frühzeitig dann der Gruppe einen Riegel vorzuschieben, dass wir die einfach 3 Minuten wegfahren lassen und dann den Abstand einfach konstant bei dieser Marke halten. Wie gesagt, das will ich mir hier absolut nicht nehmen lassen. Hier diesen Pacheco, den muss man schon mal im Auge haben, dass der Kollege jetzt hier vorne mitfährt. Das ärgert mich doch ein Stückchen. Das nimmt der ganzen Gruppe ihre Harmlosigkeit. Aber das haben auch andere gesehen, die im Feld mitfahren. So, wir müssen eigentlich ganz vorne sein. Das reicht ja. Ach, ich weiß es einfach nicht, weil eigentlich ist mir Christian Knees, der ist mir natürlich sympathisch, aber so Markus Eibegger, mit dem habe ich schon meinen Spielstand ziemlich gut durchgerockt. Eine Karriere, die ist mir leider abgeschmiert aufgrund von Unachtsamkeiten. Beziehungsweise ich habe einfach nicht genug Rennprämien reingefahren, um die finanziellen Kosten zu tragen. Und ich spiele, wenn ich privat spiele, immer sehr risikofreudig, was Personal angeht. Hat bisher eigentlich so ziemlich immer geklappt, aber bei dem halt nicht. Und jetzt habe ich zum Beispiel Spielstand mit einem kleinen französischen Team laufen. Da hatte ich einfach mal eben, da hatte ich glaube ich 100.000 pro Monat weniger. Nein, das weiß ich jetzt übertrieben, es waren 70, 80 oder sowas. Und da habe ich einfach bei jedem Rennen, immer versucht, bei jeder Etappe alles, was irgendwie Geld bringt, reinzuholen. Möglichst gute Platzierungen, Wertungen, selbst 20. Plätze und so weiter. Da wurde immer drum gefeitet. Da kann ich hier eigentlich ganz locker drüber schauen. Diese Saison natürlich nur noch, weil ich würde sagen, in die nächste Saison gehen wir mit einem ordentlichen finanziellen Risiko, allein um es spannender zu machen. Da können wir uns auch ein viel attraktiveres Team zusammenstellen. Ich gehe mal zurzeit stark davon aus, dass wir auf jeden Fall den Aufstieg schaffen werden. So, jetzt ist es soweit, was ich angekündigt hatte. Die Gruppe hat ihre 3 Minuten erreicht. Ist in meinen Augen zu stark besetzt. Also muss Robert Wagner persönlich da hinterherfahren. Guter Junge, guter Junge. Weigold. Schicken wir dich mal Flaschen holen.
Ihr seht ganz einfach den Fahrer auf 57 lange Führung gestellt und der Abstand bleibt konstant. Geht jetzt leider ein Stückchen runter, das heißt, ich muss auch Tempo rausnehmen. So, jetzt kann ich das Tempo, glaube ich, wieder anziehen. Wow, da habe ich jetzt diesen kleinen Hubbel hier praktisch verpasst. Ist allerdings nicht tragisch.